Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar habe ich mir die neue Zur Rose Box geholt. Das ist eine Apothekenbox und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe die Box tatsächlich zweimal gekauft. Die kostet 16,99 €. Erscheint immer mal wieder und ich wurde ganz freundlicherweise von einigen von euch darauf hingewiesen. Mensch, Claudi, schau mal, es gibt wieder die Box. Yay! Ich glaube, vor allem Marion war die erste, die mich darauf hingewiesen hat. Und wie gesagt, ich habe hier noch eine zweite. Die wird in diesem Video verlost. Alles, was du dafür tun musst, sage ich dir gleich. Joa. Und ich bin immer sehr geflasht davon, was sich in diesen Boxen verbirgt. Weil das ist nicht irgendwie, dass du da jetzt irgendwie 5 Ibuprofen-Packungen bekommst oder so, sondern da sind halt wirklich auch echt geile Pflegeprodukte drin und teilweise sogar dekorative Kosmetik. Ich feiere das hart und wir gucken mal rein. Wenn du übrigens nicht verpassen möchtest, wenn solche Sachen halt verfügbar sind und ich darüber Bescheid weiß, dann folg mir auf jeden Fall auf Instagram. Da heiße ich AidWikeP, das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Da poste ich sowas gerne in meiner Story, um euch halt auch an solchen Aktionen teilhaben lassen zu können. Denn ich habe eben noch geschaut, noch ist sie verfügbar. Ich weiß aber nicht, ob sie noch verfügbar ist, wenn das Video online kommt. Also ich denke, das Video wird jetzt so Mitte... ja, so am Mittwoch, Donnerstag oder sowas online kommen. Und ich glaube, dann ist vielleicht das nicht mehr, weiß ich nicht. Ich habe es aber auf jeden Fall mehrfach mitgeteilt. Auf jeden Fall habe ich hier die Box. Und das ist auch noch zum 20-jährigen, 10-jährigen Jubiläum von der Homepage. Also da steht auch Verdanke drauf. Deswegen muss da irgendwie was mega Krasses drin sein. Ich habe jetzt schon mal den Deckel entfernt. Und da kommt schon mal ein Duft raus. Hier haben wir ein Heftchen, wo drauf steht, was drin ist. Also eigentlich eine Karte. Alle Produkte zum Nachbestellen finden Sie in unserem Sortiment. Na, siehst du wohl, mit den Preisen und so weiter. Hier haben wir den ersten Blick in die Box. Natürlich hast du hier auch manche Proben mit drin. Zum Beispiel fängt das hier an mit Freiöl. Die haben hier... okay. Zweimal habe ich hier Hydrolipid, Intensivcreme, diese Körpercreme, ne? Das finde ich ganz interessant. Also sowas kann man halt irgendwie mal mitnehmen, wenn man irgendwo nicht zu Hause ist oder so. Dann gibt es hier noch das Figuröl, Shapingöl. Finde ich auch ganz nett, um einfach mal zu gucken, ob man das verträgt. Das wird natürlich keinen Effekt bei einem verursachen, weil man muss das einfach für eine gewisse Zeit verwenden. Aber ja, für alle Körperpartien wie Bauch, Beine, Po, Oberarme und Brüste. Ja, das ist ja genau unser Metier, sage ich mal, ne? Da haben wir ja unsere Probleme. Okay, dann habe ich hier richtig geil, ich habe es eben noch gefeiert, als ich die Taubox ausgepackt habe. Und zwar Bienenglück, Wildblumen-Saatmischung, feiner Nektar für unsere Bienen. Ich finde es so, so herrlich. Aussaat April bis Juni, breitflächig im Freiland oder im Blumenkasten auf dem Balkon verteilen, sonniger Standort, während der Keimung stets feucht halten. Und zwischen Juli und Oktober blüht sowas und wir haben bei uns am Haus mehrere Regionen, wo wir sowas definitiv aussehen werden. Einen Bereich haben wir auf jeden Fall, also ein sehr, sehr großes Beet, wo wir auch immer Wildblumen pflanzen, weil wir liegen in der Einflugschneise von Bienen von Wald zu Wald und wir haben hier einen Teich und die rasten hier vollkommen aus, weil die hier wirklich sehr, sehr viel Futter bei uns finden und das ist so schön. Finde ich klasse. Echt, echt geil, dass das mit drin ist. Das Summen darf nicht verstummen. Mit unserer sorgsam zusammengestellten Bienenfuttermischung können alle Hobbygärtner dazu beitragen, unsere Bienen zu retten. In dieser Tüte befindet sich Saat von fast 30 Blumensorten, die besonders gern von Bienen angeflogen werden und die sie im Frühling aussäen können für eine blühende Umwelt. Und das ist so wichtig, dass wir die Bienen retten. Durch die ganzen Monokulturen und durch die ganzen Steingärten machen wir uns leider so ein bisschen das Ökosystem kaputt. Und wir brauchen die Bienen. Ansonsten müssen wir das genauso machen, wie das in Asien gemacht wird, dass wir unsere Bäume quasi per Hand bestäuben müssen, weil die kriegen sonst keine Äpfel oder Kirschen oder so, ne? Die müssen das teilweise echt per Hand machen. Stellt euch das vor. Wenn es keine Bienen gäbe, hätten wir echt ein Problem. Also, Leute, ne? Freundlich sein. Okay, dann haben wir ein weiteres Produkt von Freiöl. Richtig gut. Das finde ich jetzt richtig gut. Ein Lippenpflegestift mit Lichtschutzfaktor 50 werde ich direkt in meine Morgenroutine mit reinpacken, weil mein aktueller, den ich mit Lichtschutzfaktor hatte, ist mir leer gegangen und ich habe jetzt aktuell einen drin von Polar, der meine Lippen aber eher austrocknet, als dass er irgendwas macht. Der wird sowieso jetzt demnächst mal aussortiert und dann wird der reinkommen. Mega gut. Du brauchst auch einfach über Tag oder halt morgens so einen Lichtschutzfaktor.
den dann halt auch immer mal wieder über Tag auffrischen, finde ich so, so gut. 5 in 1 Sonnenschutz, trockene und sensible Lippen habe ich sowas von. Feuchtigkeit schützt, repariert, beruhigt, pflegt, geil. Arganöl, Shea, Butter, Vitamin E, Panthenol, geil. Wird hier direkt rausgenommen und erstmal direkt auf den Lippen gemacht hier. Ich raste aus. Ich meine, ich habe genug Lippenpflegestifte im Backup, aber ich brauche eh gerade einen für morgens und ich hatte keinen mehr mit Lichtschutzfaktor. Geil, guck mal, der hat sogar, wie oft hat sie jetzt geil gesagt? Viel zu oft. So ein Pflegepunkt auch in der Mitte mit drin. Hm. Oh, das ist schon mal super pflegend vom Gefühl her. Und es fühlt sich, also richtig gut an und es sieht nicht so aus, als hätte ich jetzt weiße Lippen, weil das hast du bei manchen Lippenpflegestiften mit Lichtschutzfaktor. Boah, wie cool. Mega. Euboss Limited Edition Sensitive Dusch und Creme für trockene Haut. Okay. Das ist dieses Produkt. Scheint wahrscheinlich eine Full Size zu sein, oder? 100 Milliliter. Alkali-seifenfrei, pH-hautneutral, reinigt, pflegt und cremt in einem, glättet spürbar. Mit Thermalwasser und Panthenol, medizinische Hautpflege, wow. Mit besonderem Frischeduft nur für kurze Zeit, ja gut, das muss jeder für sich selber wissen. Ich bin eher so ein blumiger Typ. Besonders milde Körperreinigung, reinigt sanft und gründlich. Die Haut wird schon beim Duschen und mit rückfettenden und schützenden Pflegekomponenten versorgt und vor der Austrocknung bewahrt. Mega gut. Das ist ein Gel, was da rauskommt, aber nicht so mein Duft. Das riecht mir doch ein bisschen zu sehr frisch, muss ich gestehen. Riecht ein bisschen wie ein Cocktail, wie ein sehr frischer Cocktail. Hier haben wir das Produkt, was hier gerade so eine unfassbar wundervolle Duftnote abgegeben hat. Und zwar von Pharma Verde Orangenblüte Handseife. Wow, das sind 20 Gramm, das ist eine kleine Größe. Ich verwende aktuell auch wirklich diese festen Seifen als Handseifen. Habe gerade eine von The Body Shop bei mir in der Seifenschale. Ja, riecht richtig angenehm nach Orange. Das finde ich cool. Weil damit kannst du halt nicht nur deine Hände waschen, sondern auch 1A deine Pinsel und Schwämme reinigen. Veleda Naturally Clear, mattierendes Fluid. Das ist schön. Mit Weidenrinde. Guck mal. Das ist nur so ein kleines Pröbchen von 7 Millilitern. Aber Veleda ist doch eine recht hochpreisige Marke. Muss ich, also jetzt nicht so ultra mega teuer oder so, sondern es ist schon eine Marke, die schon ein paar Euro mehr kostet als jetzt, keine Ahnung, Balea oder sowas, ne? Ein mattierendes Fluid. Das sieht auch ganz cool aus. Das ist jetzt nicht so. Das sieht nicht so billo aus, ne? Das sieht halt wirklich wie so eine medizinische Salbe aus. Bekämpft Hautunreinheiten. Oh, das kann ich gut gebrauchen. Reduziert Hautglanz. Ja gut, ich brauche eigentlich auch so ein bisschen Glanz in meinem Gesicht. Beruhigt die Haut. Joa, beruhigen ist immer ganz gut. Es ist nicht pickelverursachend und eigentlich hört sich das ganz gut an. Na, ich muss mal gucken. Weidenrinde ist auch natürlich so eine Sache für sich, ne? Riechst du wie ein Baum. Von Eucerin Atopy Control Face Cream Gesichtscreme. Aha, das lindert Juckreiz und Rötung. Ach, das ist jetzt auch super, wenn du jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell in die Sonne kommst und dann einen leichten Sonnenbrand oder so bekommst, weil es ist jetzt, morgen soll es irgendwie auf 25 Grad werden. Die sind doch alle verrückt. 7 Milliliter sind hier auch wieder drin. Die vor allem, die Wettermenschen. Genau, und hier hast du ein, Pröbchen mit drin. Das ist ziemlich, ist nicht ganz gefüllt, das ist irgendwie nur bis hier voll. Naja, aber gut, das finde ich ganz gut. Das ist eine Gesichtscreme, noch eine Gesichtscreme. Aber das ist jetzt gegen Juckreiz und Rötung und das andere war gegen, das war mattierend und gegen Pickel quasi, ne? So, dann haben wir nochmal von Eucerin Urea Plus mit 10% Urea, eine Fußcreme. Fußcreme ist immer gut. Sofortige Linderung, 48 Stunden, Schutz vor trockener Haut, auch sehr, sehr gut. Glättet die Füße langanhaltend. Schön, dann kriege ich weiche Füße und habe dann Babyfüße, wa? Meiner riesen Schuhgröße von 41. 20 Milliliter sind hier enthalten. Und da haben wir wieder so ein Typchen. Urea Repair Plus Fußcreme. 10%. Wer kann, der kann. Freiöl. Ja, das ist, glaube ich, dieser Klassiker. Den hast du irgendwie immer in Apothekenboxen drin. Pflegeöl, Skincare Oil. Das ist 15 Milliliter. Und ich finde das einfach ultra, dass die halt diese Probegröße in eine so niedliche Verpackung packen, oder? Ja. Finde ich auch immer ganz nice, mag ich sehr, sehr gerne. Aber je wärmer es wird, desto weniger mag ich das, weil meine Haut dann tatsächlich von sich aus schon genug Fett produziert oder Talg oder wie nennt sich das? Rückfettend ist? Ich weiß es nicht. Und dann brauche ich das eigentlich so nicht in dem Umfang. Im Winter verwende ich das wirklich gerne an den Schienbeinen zum Beispiel, weil da ich halt wirklich viele Stiefel trage und dann halt eine Strumpfhose und dann Stiefel drüber und so, kann die Haut nicht unbedingt so gut atmen und dann wird es bei mir sehr, sehr trocken und ja. Da kann ich sowas echt gut gebrauchen.
Enspona Handcreme mit Sanddornöl und Panthenol pflegt intensiv und langanhaltend medizinische Hautpflege 30 ml. Da muss ich auch wirklich zu sagen, dass es jetzt ein sehr gutes Produkt ist. Ich weiß nicht, wie viele Kolleginnen auf der Arbeit mich schon gefragt haben, welche Handcreme ich aktuell empfehlen kann, weil alle haben doch gerade ganz furchtbare Hände, weil man verwendet ständig Desinfektionsmittel, also auch, dass man die Hände desinfiziert. Jedes Mal, wenn ich quasi aus meinem unserem Gebäude rausgehe, wenn ich reingehe, jedes Mal werden die Hände desinfiziert. Beim Händewaschen, klar, werden die auch. Beim Toilettengang werden die Hände gereinigt, desinfiziert und so. Also so viel Produkt, wie ich aktuell drauf mache, um sie halt zu entfetten, hatte ich noch nie in meinem Leben verwendet und deswegen brauche ich auch so viel Handcreme wie noch nie. Und ja, ich habe sowieso schon mal überlegt, ob ich meinen Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit einfach mal so ein kleines Überlebenspaket fertig mache und jedem einfach mal so eine Handcreme hinstelle oder so. Ich glaube, das kommt gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht. Ich glaube, damit mache ich denen eine Freude, denn ich könnte tatsächlich aktuell mit Handcremes dealen. Ich habe so viele da und ja, deswegen. Und Enspona soll ja auch eine richtig gute Marke sein. Ich glaube, ich hatte von denen auch mal eine Fußcreme, die ich ganz gut fand, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Dann habe ich hier von Oibos 10% Urea, eine Körperlotion, reichhaltig, Intensivpflege für extrem trockene und raue Haut, nachhaltig hautberuhigend, lindert Juckreiz mit feuchtigkeitsbindendem Urea und Mandelöl. Und ist parfümfrei und hasse nicht gesehen. Das ist ja wundervoll. Also, diese Box ist tatsächlich auch immer sehr, sehr gut geeignet für Leute, die sehr empfindliche Haut haben. Deswegen finde ich das immer schön. Dann kann ich das notfalls auch meiner Mama geben. Die hat da auch immer wieder Glück und Freude. 20 ml? Originalflasche hat 200 ml, steht hier hinten drauf. Aber die müssen doch draufschreiben, wie viel hier drin ist, oder? Bei extrem trockener, juckender und schuppiger Haut, zum Beispiel Altershaut, trockene Haut und bei Diabetes die trockene Haut. Wow. Zur therapiebegleitenden Pflege, zum Beispiel bei Neurodermitis und Psoriasis. So, ja, es ist okay. Da ist sogar ein Beipackzettel mit bei. Ich würde es ja immer gerne umrechnen, was das wert ist, ne? Das ist ja schade. Naja, das werde ich mir mal abwiegen oder so, dass ich das ganze Produkt mal wiege. Und dann gucken wir mal. Irgendwie komme ich da schon irgendwie auf irgendwas drauf. Ne? Der Marcel. Totes Meer Gelmaske. Eine Maske. Verwöhnender Feuchtigkeitspflegebooster belebt müde Haut und polstert sie auf mit Hyaluron, mit 100% naturreinen Totes Meer Mineralien. Ja, 50 ml. Es ist eine Riesentube von Feuchtigkeitsmaske, Leute. Ich liebe Masken. Masken sind richtig, richtig klasse. Gönnen Sie Ihrer Haut einen besonderen Feuchtigkeitskick. Die leichte Geltextur kombiniert mit Glycerin, Panthenol, Provitamin B5, Hyaluronsäure und Original Totes Meermineralien belebt müde Haut, polstert sie auf und wirkt ersten Fältchen entgegen. Vielleicht sind es auch schon die zweiten oder dritten Fältchen bei mir. Die Formel ist zusätzlich mit Vitamin E Acetat gefüllten Beads angereichert, steigert das Feuchthaltevermögen der Haut und sorgt für ein sanftweiches Hautbild, für ein sichtbar frisches, gesundes und jugendliches Aussehen sowie einen strahlenden Teint. Ach, sowas macht mich doch glücklich. Wie lange? 10 bis 15 Minuten. Schön. Und dann einfach duschen gehen, würde ich sagen, ne? Ach, schön. Das finde ich klasse. Die sieht sehr freundlich aus. Das kann was werden mit uns beiden. Vor allem ist es auch umweltschonend, ne? Wenn du das in so einer Tube hast und nicht in einzelnen Maskensachets so drin. Noch eine Handcreme. Pharma Verde. Kirschblüte Handcreme. Kirschblüte ist so geil. Ich liebe Kirschblütenduft. Oh, 30 ml sind hier enthalten. Handpflege mit reichhaltiger Shea-Butter und zartem Duft nach Kirschblüte. Oh. Ohne Mineralöl, ohne Parabene. Es ist so freundlich. Es ist noch zu. Ich rieche es nicht durch, schade. Aber Kirschblüte ist ein ganz toller Duft. Oh, mega gut. Echt. Und aufgrund der aktuellen Situation beschwere ich mich nicht, dass da zwei Handcremes drin sind. Oibos Anti-Age Hyaluron High Intense Serum Konzentrierte Spezialpflege. Na, guck an. Das ist ja mal derbe. Hyaluronsäure, Ectoin, Squalan, Vitaminkomplex, Magnolienextrakt, glätten und beruhigen gestresste Haut. Medizinische Hautpflege. Läuft. Also Serien verwende ich gerne nach dem Toner und danach kommt dann halt bei mir die ganz normale Gesichtscreme auch drüber und zwischenzeitlich dann halt auch noch die Augencreme. Sehr, sehr schön. Konzentrierte Spezialpflege. Ei, ei, ei. Das ist bestimmt so ein geiler Spender, ne?
komm mal hier. Ja, so ein Rausdrückspender, stehe ich drauf. Ich denke, das ist so ein Vakuumspender oder sowas, ich weiß es nicht. Aber es ist schon cool. Auch hier hast du dann wieder so einen Beipackzettel mit drin und so. Klasse. Gut, dann haben wir hier das letzte Produkt. Und zwar, das ist etwas, was ich garantiert meinem Freund geben kann. Es steht auch Männerpflege drauf. Von Kneipp. Duschtonic, Männerpflege, Naturkompetenz, blauer Eukalyptus und Zypresse. Ach, wie geil. Das kenne ich noch gar nicht vom Duft. Naturkompetenz, wirksam, verträglich und vegan. Riechst du so nichts durch? Hier steht Naturkompetenz drauf. Ich weiß nicht, ob die das bei allen Produkten mit dran haben. Oi, das riecht gut. Die Zypresse riechst du durch. Das riecht schön wallig. Also das ist eine schöne Geschichte für einen Sommer, für einen Mann. Das muss ich wirklich sagen. Mega angenehm. Also nichts für mich, weil ich bin Team Blume, Team Fruchtig, ne? Aber geil. Und das ist ein Originalprodukt, Leute. Und das war jetzt tatsächlich schon der Inhalt der Box. Schon ist gut, ne? Es waren richtig gute Produkte mit drin. Du hast jetzt hier keine dekorative Kosmetik oder so gefunden, aber es waren alles sinnvolle Produkte, die man jetzt auch gerade aktuell sehr gut verwenden und sehr gut gebrauchen kann. Denk dran, es gibt in diesem Video diese Box zu verlosen. Alles, was du dafür tun musst, ist, dass du mir einfach Hashtag Danke unten in die Kommentare reinschreibst, denn das ist ja scheinbar eine Danke-Box, ne? Steht drauf, dann machen wir das so. Und ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.